Happy Birthday to you. Herzlichen Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich spiele heute Days After, seht ihr ja. Und schauen, ich habe gestern nicht gespielt, schau, was heute passiert. Deswegen bleibt. Da sind wir auch schon wieder. Wir nehmen kurz unser Tagesgeschäft entgegen. Tagesgeschäft, das hört sich ja an. Egal. Einmal kurz eine Runde schlafen. Ich bin müde. Ah, endlich wieder alles heil hier. Zack, zack, zack. Was haben wir noch hier Schönes? Holz 1. Hier haben wir... Kriegen wir was? Neue Queste. Hier haben wir einmal einen Freidreh. Achtung, ich bin mal kurz weg. Okay, ich kriege Matsch. Matsch brauchte ich auch für irgendetwas. Nochmal drehen? Ne, jetzt kostet es Geld. Ich glaube, hier brauchte ich noch Matsch. Matsch. Ach, ist ja doch. Ah, ne, habe ich auch schon. Und das ist außerdem noch in Post. Im Briefkasten. Ah, ich muss da gleich nochmal kurz eine Werbung anschauen. 17 Seile, schön. Ah, hier brauche ich... Krass. Wow, nur noch 5 Gras da. 4. Naja. Die Bretter nehmen wir mal entgegen. Holz? Brauchen wir Holz? Ich habe kein Holz mehr. Ey, das gibt's doch nicht. Ey, Karamba! Hm. Oh, die hätte ich bei vorgestern brauchen können. Gegen den einen Zombie, wo ich keine Chance hatte, der so stark war. Der Boss. Zu spät. Zu spät! Die Kisten sind alle aufgewertet, ja. Man muss jetzt... die auch schon? Ach, die habe ich auch noch. Ja, vorgestern habe ich da noch ein bisschen weiter gespielt. Und da habe ich dann noch die anderen Kisten alle aufgewertet. Stoff. 5 Stück. Vorher war ich glaube ich hier bei 4 gewesen. Ich habe 11 Stoffe noch produziert. Ich brauche auf jeden Fall was zum Essen. Handschuhe und Hose. Ich habe gar nichts mehr hier an Sachen. Alles verbraten. Naja. Ich muss trotzdem was zum Essen nehmen. Die Pistole lasse ich mal auch dabei. Dann zeige ich euch mal kurz, wo wir hingehen könnten. Also ich würde als erstes mache ich normal immer die Brücke. Weil das ist nur, um die Ressourcen zu holen. Also ist jetzt eigentlich nicht so wichtig. Ist schon wichtig, aber ich glaube, das werde ich euch nicht zeigen, die Brücke. Das ist ja. Die beiden sind Ressourcen. Da sind Ressourcen, so Gegenstände wie Klamotten kann man da viel holen. Und der hier und... Ja. Ach, da, der Wald. Da ist sogar eine Quest heute. Das ist einmal der grüne, der leichte Wald, der bisschen schwierige... Der leichte Berg, der bisschen schwierige Berg. Der leichte Wald, der bisschen schwierige Wald. Supermarkt, da habe ich eine Quest für, aber der ist noch so schwer. Da sind Gegner. 3... Ich habe Probleme bei 2. Also 2 schaffe ich gerade mal so eben noch. Der mit den Totenkopf, mit den
Flugzeugabsturz, wo wir waren. Das war ja 2,5 gewesen und da bin ich nicht weitergekommen. Da brauche ich 3 gar nicht spielen. Wir haben hier noch 3,5, bringt nichts. 3,5 bringt nichts. Hallo? Da oben geschlossen. Da ist der Sheriff, da kann ich Sachen kaufen. Hier ist die Stadt, da kann ich mir einen Söldner anheuern, der mit mir durch die Gegend wandert und Schade macht. Ja, das andere ist alles 3 und 2,5. Ah, hier, das 2. Da könnte ich mal hin. 3,5. Nee, das schaue ich alles nicht. Komm, erstmal laufen wir jetzt da rein. Da war ich auch noch nicht. Da bin ich mal gespannt. Betrete mir das ganze Zeugs mal. Und schauen, was uns da begegnet. Hallo. Weiter. Das und das. Selbstschussanlage und solche. Dankeschön. Habe ich Geschenke gekriegt? Oh, nice. Ach, ich muss hier bauen. Ah, das ist so ein... Das ist so ein Defense Tower Zeugs, ja? Oh, okay. Ich bin bereit. Ich glaube, da brauche ich die Pistole drin. Von unten kommt der Zombie. Vielleicht doof, dass ich jetzt meine Nagelpistole dafür opfere, aber... Horde bezwungen. Wow, ich habe gewonnen. Das ist ja nice. Also das kann man ja eigentlich immer machen, da brauchst du eigentlich nicht viel Schaden für machen, das ist ja einfach nur... Kann ich jetzt auch hier rumlaufen? Hier geht's raus. Ne, da komme ich so nicht weiter. Das benutzen wir mal schnell. Zack, kann ich die Kristalle auch einsammeln. Oh, nice. Okay. Dann gehen wir zurück zu meiner Basis. Und dann schaue ich da ja auch noch
wenn das die wir wollen. Also rauslaufen zur Basis. Zack. Okay, wir sind jetzt gleich wieder zu Hause. In the base. Und ich muss jetzt erstmal meine Sachen überprüfen, ob ich was abgeben kann. Nägel habe ich nicht. Rotes Draht habe ich nicht. Steine habe ich auch nicht. Weiter geht's. Rotes Draht habe ich nicht. Wer ist denn das? Keine Ahnung. Steinkohle habe ich nicht. Und Steine habe ich auch nicht. Weiter geht's. Hier. Zwei Kleber. Schrott habe ich nicht. Drei Stoffe. Fünf Bretter. Das andere, denke ich, kann ich noch nirgendwo gebrauchen. Oh, warte mal, ich habe da was. Ich kann mich weiter ausbauen. Ich habe ja 5 Level 1. Brauchte ich 7 dafür? Ich weiß es nicht mehr. Machen wir bei Plündern. Ach, da bin ich schon auf Level 2. Level 1. Brauche jetzt Level 2. 8 Stück. Überleben. Waffen. Ach, Waffen nicht. Überleben ist vielleicht noch wichtig. Level 1. Ah, ich brauche noch einen. Warte, ich habe eins. Ich habe einen. Ich habe noch so ein Buch. Irgendwo. Aber wo? Habe ich das Buch hingetan? Ah, hier. Sogar 11. Diamanten, was ist das eigentlich? Signalleuchte für Hubschrauber, Hilfe. Ach so, und das ist. Ah, Reparatur. Okay, okay, okay. Ich weiß Bescheid. Warte mal, machen wir das lieber. Das war erstmal. Machen wir das erstmal so jetzt. Essen. Essen ist wichtiger. Zack. Level 2. Stumpfe Waffen. 9 Stück dafür. Hallo? Die anderen Waffen kann ich. Brauche ich nicht, das ist. Kann ich hier zurückgehen? Ach doch. Naja, nee, da habe ich noch fast mit gar nichts gemacht, deswegen. Also, das habe ich ja schon aufgewertet. Da ist noch Infektion. Habe ich auch manchmal. Erste Hilfe. Habe ich noch zu wenig gemacht. Essen habe ich viel gemacht. Auch noch so wenig. Was bauen? Ressourcen? Auch so wenig gemacht. Herstellung von Waffen. Die meisten Waffen, die ich finde, stelle ich nicht her. Die finde ich. Das sage ich auch. Die meisten Waffen, die ich finde, die finde ich. Ja klar. Sonst wäre sie ja nicht gefunden. Ach. Glücksspiel, ah, Glücksspiel, wir können noch hochgehen zu der netten Dame. 7 Bücher. Ne, hab ich nicht. Das war Rest, ne? Glücksspiel. Ja. Ah, ja. Ja, hier könnte ich noch mal kurz gucken, aber die anderen Zombies brauche ich nicht anschauen. So weit war ich noch nicht. Ach, Wildtiere, warte mal. Na, jetzt gehe ich da rein. Plündern, nein. Schauen wir doch nochmal an. Da ist nichts. Hier ist noch weniger. Und Militär noch weniger. Null.
Hier habe ich auch 0. Militär, Streifwildtiere. Auch noch so wenig. Da habe ich ein paar, aber nicht so viel. Spezialgegner 10. Das war einmal der eine Boss, wo ich ach, ich kann ja noch die Sachen abholen. Alles nehmen und nehmen. Noch nichts zum Bauen. Das war der eine Boss, wo ich in den Haus reingerannt bin. Hatte ich das gefilmt gehabt? Ich glaube schon. Ja, doch. Ich denke. Ich denke, ich habe es gefilmt. Wieder die? Nein. Leider kein Kombo. Oh, Sympathie, ich hab's geschafft. Ich drücke mal nur auf der Mitte. Oh, Kombo! Und wieder eine Combo. Nice. Und wieder eine Combo. Vierer Combo. 24. Und kriege ich einen neuen Rekord. Letzte Runde. Nein. Bleibt bei 4. Ich habe hier auf 13 das ausgewertet, aber irgendwie kriege ich nur 9 Stück immer. Wie kriege ich die anderen? Muss man da Scharnier, Steine. Nee, das, dann kann ich wieder auch weiter aufwerten. Irgendwo habe ich gesehen, man kann auch die Geschenke produzieren. Herstellen. Aber ich glaube, ich war noch gar nicht so weit. War dann hier drinne Geschenke herstellen. Da. Da bräuchte ich den. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Gut. Ich habe noch gar nicht abgeholt, ne? Das ist für mich doch hierher gegangen. Meine Hunde haben Hunger. Die haben seit gestern nichts mehr zu essen gekriegt. Beziehungsweise seit vorgestern. Das ging ja bis gestern. 4 Stunden. Schön. Essen. Zack. Kerne. Auch die Kürbiskerne noch? Bestimmt. Okay, dann schauen wir uns mal schnell das nächste andere Gebiet an. Ich weiß noch nicht welches. Und welches können wir da noch nehmen? Ich würde ja eigentlich da jetzt wieder gerne reingehen. Sei euch, wie ich das hier mal mache. Das geht eigentlich recht schnell. Eigentlich. Betreten. Ich habe ja die Nagelpistole, daher geht es noch schneller. Das erste, was ich mache, ist immer. Ein Zombie nach dem anderen weglocken. Zack. Dann loote ich das, was der Zombie verloren hat. Erstmal alles killen hier. Ist wichtig für die Hunde, die brauchen Essen. Ich habe keine vegetarischen Hunde. Schwein, komm her. Ich habe eine Schrotflinte jetzt. Boah, das ist ja mal richtig nice.
Bei den Gegnern weiß ich gar nicht. In der Nähe, da ist der Wolf. Zack, wenn man hier oben einmal lang, da ist noch ein Reh irgendwo hier oben. Wenn das Reh gerade hier ist. Okay, der ist down. Das war das Futtern. Ich habe nichts zum Essen mitgenommen. Ich bin ja einer. Das Essen zu Hause vergessen. Da war das Reh. Handschuhe kaputt. Ach nee. Essen vergessen, Handschuhe kaputt. Jetzt dauert es auch ein bisschen länger. Ist hier was im Essen drin? Eine Brust, die brauche ich noch nicht. Also normalerweise laufe ich hier rein, töte erstmal alles. Das ist was zum Essen. Wenn alles down ist, gehe ich nach Hause, also zu meiner Basis. Und mache meine Tasche wieder leer. Schmeiß dann alles raus aus der Tasche. Schon wieder nichts mehr essen. Na gut. Ah, okay, die Nagelpistole. Und da ist sie. Aber war es jetzt einfach so ganz schnell hier, ne? Durchlaufen. Zack. Den looten wir. Okay, das war gut. Der Nagelpistole geht das so schnell. Jetzt könnt ihr noch ein paar Sachen einsammeln. Machen wir hier. Dann wird das noch mit. Alles, was noch so ein bisschen rumfliegt. Hey, wo bist du? Da hinten. Ah, Mensch. Keine Lust, die Nagelpistole an dir zu verbraten. Ich muss dich nur irgendwie in der Enge treiben. Da, jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn. Ach, nee, der ist schon wieder weg. Okay, ich habe ihn erwischt. Gut. Forschen. So. Und alles leer machen. Und wieder an der Brücke angekommen. Jetzt geht es nur noch darum, die ganzen Sachen einzusammeln. Da schicke ich jetzt meinen hier erstmal los. Das soll alles looten, was er looten kann. Nebenbei benutze ich meine Speisen und Tränken da. Mich wieder ein bisschen aufzupuschen. Normal dürfte hier nichts mehr passieren. Ich habe ja die ganzen Zombies gekillt, die es hier in dieser Gegend gab. Zombies und Wildtiere. Alle Wildtiere.
auch die Rehe. Die Hunde haben sich gefreut über die vier Fleischstücke da. Axt ist noch gut. Mein Hammer müsste auch noch einigermaßen gut sein. Leben ist jetzt bei über 100%. Also brauche ich den auch nicht mehr trinken. Kann ich mir den für morgen aufheben oder fürs nächste Mal, wenn ich spiele. Ich spiele ja nicht jeden Tag. Ah, der Hammer ist schon rot. Aber es reicht noch hierfür. Das war's. Dann können wir jetzt anfangen, die anderen Sachen alle zu looten. Fahre hier mit dem Bus an. Und alles mitnehmen. Dann geht's weiter. Hierher. Alles mitnehmen. Der Rucksack. Da ist jetzt Essen drin, pass auf. Was ich vorhin gebraucht habe. Oh ne, kein Essen. Kriege ich nicht alles mit, muss gleich nochmal wiederkommen, die restlichen Sachen holen. Aber wir nehmen trotzdem alles mit, was noch geht, damit wir beim nächsten Mal weniger schleppen müssen. Oh, jetzt wieder blau Klebeband. Jetzt brauche ich gar nicht mehr so viel. Ah, was soll's. Schwarze Farbe. Brauche ich nicht, brauche grau. Holz und Bretter kann ich auch gut gebrauchen. Die war leer. Und da hinten. Okay, auch nichts mitnehmen. Das war's. Und wieder zurück. Bis gleich. Okay, ich bin wieder hier angekommen. Werde jetzt die restlichen Sachen mitnehmen, die ich noch hier liegen lassen habe. Die Brücke hier kann man alle 24 Stunden einmal einnehmen. Was heißt einnehmen? Einmal hier campen, erkundschaften. Und danach musst du halt 24 Stunden warten. Du kannst zwar noch hier rein, aber hier wirst du nichts mehr finden. Da wirst du nur deine Energie verbraten. Weil immer umsonst hierher gereist bist für 10 Energie. Gut. Dann würde ich mal sagen, das war es dann auch schon für heute. Ich habe diesmal auch meine Axt und meinen Hammer daheim gelassen, weil die braucht ich ja nicht mehr. Ich weiß ja, dass hier nichts mehr ist zum Abfarmen. Na, nichts mehr zum Sammeln. Und dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal seid. Bis dann, ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.